Wir haben sie den Wappenteller entführt. Lösegeld, 1000 Euro wollen die haben. Am Sonntagmorgen um 6 Uhr an Holler Sprickelche. Wer hätte denn nach Ihrer Meinung so viel Kabelbinder im Auto? Der MacGyver. MacGyver? Ja. Kennen Sie dann den Mann, der da gearbeitet hat? Also so genau nicht, aber die haben den immer MacGyver gerufen. MacGyver? MacGyver, ja. Der ist die große Glock mit Kabelbindern am Festmachen. Der Detektiv, der Seiner. Schönes Wetter heute. Schönes Wetter, ja. Was machen Sie denn hier? Wir schmücken hier ein bisschen für Marie Himmelfahrt, für den Vaterdach. Traditionsfest? Jo. Mit Kabelbinder? Ja, wir machen hier alles mit Kabelbinder. Da hätten wir doch früher hätten wir da doch mit Kordel gemacht. Ja, aber heute machen wir das mit Kabelbinder, weil ein MacGyver, der macht auch alles mit Kabelbinder. Der hat sogar die schwere Glocke da mit Kabelbinder festgemacht. Die Glock mit Kabelbinder? Ja. MacGyver? Ja, der Rickes. Wir nennen ihn auch Rickes. Ach, der Rickes ja. Heißt der? Ja, ja. Aha. Ja. Und deswegen machen wir hier auch alles mit Kabelbinder, weil wir müssen wissen, was hält. Wer ist denn dieser MacGyver? Der MacGyver, man sagt, das ist der Erfinder der Wasserwaage. Der Erfinder der Wasserwaage? Ja. Ja. Guck mal. Ganz einfach. Ist grad, können wir ruhig so lassen. Prost. Das ist die Wasserwaage. Und wo ist der Rickes jetzt? In Chur. In Chur? Ja. Seit wann ist er dann in Chur? Sagen wir mal 3 Wochen. Seit 3 Wochen ist er in Chur? Ja. Und wo ist er in Chur? Ganz weit weg. Ganz weit weg. Dann hätte er ein Alibi. Guten Tag, Rolf Bartel nochmal. Detektiv der Säder? Ja. Ist der Chefdetektiv im Haus? Gut, kann ich Sie mal bitte sprechen? Ja, hier ist nochmal Rolf Bartel. Also passen Sie mal auf. Ich habe hier was gefunden, was bei uns weder der Hoff noch in der Hit gehört. Das ist ein schwarz-weißer Frau Urscherm. Und da hängt ein Schild dran, Ingrid. Ich kenne kein Ingrid. Das müssen Sie sich angucken. Kommen Sie bitte nochmal her. Also kommen Sie mal, hey, Zustand der Scherm, hey. Als Sie das erste Mal hier waren, habe ich den für lauter Aufregung gar nicht gesehen, weil ich dir ja auch oft war. Also ich werde nicht bei uns gehört so einen Scherm kennen. Schwarz-weiße Scherm. Ja, ich hätte einen Verdacht, aber... Wer hat dann schwarz-weiße Scherme? Ich weiß es nicht, also den sehen haben sie normal allblau-weiße. Aber da steht ja Name drauf. Ingrid. Wo geht denn deine Ingrid? Denn wenn da ein Name dran ist, muss ich dir ja öfter geben, den Scherm. Da kann ja nur ein großer Grupp sein, die so einen Scherm hat. Denn 3 Mann bräuchten sich ihren Namen da dran zu schreiben. Ich hab auch einen Verdacht. Tag, Detektiv der Seiner. Frau Ingrid? Ja. Geht's Ihnen gut, Frau Ingrid? Ach, danke, es geht mir in Form. Ja, danke schön. Können Sie mir sagen, wo Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag waren? Freitag auf. Ja, zu Hause. Und das kann jemand bezeugen? Leider nein.
Ich war alleine. Sie waren alleine? Mhm. Kommt Ihnen der Schirm irgendwie bekannt vor? Nein, nein, kenne ich nicht. Kennen Sie nicht? Nein. Hier steht drauf Ingrid. Ingrid. Schwarz-Weiß. Hat nicht der Frauenchor schwarz-weiße Schirme? Nein, sagt mir nichts. Nein. Sind Sie im Frauenchor? Ja. Ja. Geben Sie es zu, Sie haben den Wappenteller von Rolf Bartelt entführt. Geben Sie es zu. Ja. Ja, ja, ich gebe es zu. Ja. Wissen Sie, Herr Kommissar, es war nämlich so, wir waren unten zum Geburtstag beim Herrn Bartelt eingeladen und unser Chorleiter, das ist so ein netter Mensch, der sagt uns Frauen mal ins Gesicht, wie schön wir sind, was wir eine tolle Figur haben und auch, dass wir gut singen können. Und der ist so, und ich sitze von Anfang an in der ersten Reihe. Ich darf da sitzen, weil das, also ja, und da habe ich gedacht, das, der Sie können nicht einfach den Wappenteller entführen. Doch, für diesen Mann tue ich alles, da gehe ich sogar ins Gefängnis. Frau Ingrid, wir gehen zur nächsten Polizeiwache. Ja, dann, ja.